Ja, guten Tag. Ich habe mich mit dem Ähnlichkeitssatz zu Hause auseinandergesetzt und genauer gesagt mit dem zweiten Ähnlichkeitssatz, denn insgesamt gibt es zwei. Ich habe hier dann jetzt erstmal eine Figur aufgezeichnet, die man nicht alle Tage sieht. Und damit man das alles besser erkennen kann, würde ich die Seiten erstmal bestimmen und dennoch farbig machen. Also hier ist dann A, B, C, D und E. Und hier ist dann zum Beispiel F, G, H, I und J. Die einzelnen Figuren bezeichne ich jetzt auch noch, zum Beispiel das mit D und diese Figur mit J. Damit man das alles, weil man halt Buchstaben auch unsauber schreiben kann und es vertauschen kann, würde ich das jetzt nochmal mit Farben machen. Das und diese Seite hat die gleiche Farbe, weil das, weil ich nachher auch das Verhältnis erkläre. Genauso wie E und J, B und G, C und H und D und I. Was ich auch nochmal erklären wollte, was wir letzte Stunde nochmal hatten, sind die Winkel. Weil Ecken haben ja auch immer einen Winkel. So könnte ich diesen jetzt zum Beispiel mit Alpha und hier könnte auch Alpha sein. Also von D Alpha und von J Alpha. Natürlich gibt es noch andere, wie zum Beispiel Beta könnte hier sein. Das ist jetzt ziemlich wurscht, wo Beta und wo Alpha ist. Und dann kann man jetzt halt gucken, was ähnlich ist. So, also auf alle Fälle sind die Winkel gleich und deswegen, also zwei Figuren sind zueinander ähnlich, laut dem zweiten Satz, wenn die Winkel schon mal gleich sind. Also ist das wie Alpha, also von D und von J und Beta ist auch von D und J. Also, um genauer zu sein, sind die einzelnen Winkel nicht nur ähnlich zueinander, sogar gleich. Und alle Seiten des Vielecks D sind des Vielecks J k mal so lang. Also, um jetzt nochmal zu sagen, k ist der Ähnlichkeitsfaktor und das wäre dann jetzt hier 1/2. Also J ist zu D k 1/2. Also der Ähnlichkeitsfaktor von D zu J ist 1/2. So. Und nun haben halt auch die Ecken eine Ähnlichkeit. Und so verhält sich zum Beispiel E zu D, also hier die rote Linie zur blauen Linie, ist ähnlich, wegen halt dem Ähnlichkeitsfaktor, deswegen ist es halt auch nicht gleich, wie J zu I. So, aber ich habe mich vertan. Das habe ich eben auch noch mitbekommen. Und zwar ist D 1/2 zu J. So, natürlich wundern sich jetzt manche, was das jetzt mit den Winkeln genauer auf sich hat. Denn es sind halt schon komische Figuren, die man so nicht sieht. Man könnte natürlich jetzt auch noch ein kleines Dreieck abgrenzen. Wie zum Beispiel dieses hier. Und an diesem Dreieck sieht man halt, und das ist bei Dreiecken so, dass er hat nur Ähnliches zu dem anderen, wenn der Winkel gleich ist. Wenn jetzt der Winkel hier nämlich total größer wäre, dann wäre das ja überhaupt nicht mehr ähnlich, weil wenn der jetzt zum Beispiel größer wäre, würde die Strecke so lang gehen. Und das wäre ja dann nicht mehr ähnlich zu der ersten Figur. Und deswegen wäre es halt auch total falsch. Und der Winkel muss halt immer gleich sein, wenn Figuren ähnlich zueinander sind. Und damit wir jetzt nochmal sehen, dass die beiden Innenwinkel gleich sind, mache ich jetzt hier auch nochmal
die grüne Linie hin. Und um es genauere messen, könnte man das halt mit einem Geodreieck oder mit einem Winkelmesser machen. Aber man kann halt hier schon gut erkennen, dass die Winkel gleich sind. Und dieser Winkel wäre halt auch gleich zu diesem Winkel, wie dieser Winkel gleich zu diesem Winkel ist. Also das kann man gut erkennen. Natürlich war auch halt dieser Winkel gleich zu diesem Winkel und dieser zu diesem. Also alle Winkel in einem Dreieck müssten bei der Ähnlichkeit gleich sein. Und ja, also allgemein kann man halt sagen, dass bei dem zweiten Satz die Winkel gleich sein müssen und alle Seiten des Vierecks D Kammer so groß sind wie das Viereck J. Und deswegen habe ich hier halt auch den Ähnlichkeitsfaktor, aber es ist ja jetzt J zu D, also es ist halt auch egal, und hingeschrieben. Und ja, als Ähnlichkeitsfaktor, als ähnlich kann man halt anstatt ein ist Gleichzeichen, weil das ja ist gleich, aber diese Längenlinie machen. Also das kann ich auch nochmal hinschreiben, damit man sich das merkt und jetzt nicht irgendwie einen Formpunkt falsch hat. Also das steht für ähnlich. Und das ist der Ähnlichkeitsfaktor. Ja, und man kann halt auch beliebig verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel die Drachenform oder was es nicht noch alles für Dreiecke gibt. Und man würde immer auf das Gleiche hinauskommen. Also das war's.